In diesem Video geht es um die Erdbebenbemessung im BIM-Workflow mit Revit und Sophistic. Teil 1. Hier geht es darum, überhaupt mal die Stockwerke zu definieren. Schauen wir uns das Beispielprojekt an. Wir haben hier also ein Hochhaus mit zwei Untergeschossen und sieben aufgehenden Geschossen. Wir sehen die entsprechenden Ebenen oder Stockwerksbezeichnungen. Schauen wir mal genauer hinein. Also so ein Untergeschoss sieht so aus. Es ist sehr stark durch aussteifende Wände geprägt, sowohl an der Längs- als auch an der Querseite. Und in der Mitte haben wir einen Aufzugsschachtkern. Wenn wir eine Etage oder zwei Etagen höher schauen ins Erdgeschoss, da sehen wir, dass die Fassade jetzt deutlich aufgelöster ist. Die Längswände sind also nicht mehr in der Form vorhanden. Der Kern ist weiterhin vorhanden. Die kurzen Wände sind auch noch da. Das Erdgeschoss hat eine andere Höhe. Schauen wir noch weiter nach oben. Die Obergeschosse sehen im Prinzip genau aus wie das Erdgeschoss, haben aber eine geringere Höhe. Kann man hier auch im Dreidimensionalen wieder ganz gut sehen. Das Erste, was wir nun brauchen, sind natürlich die Stockwerksinformationen. Und wir haben hier die ganz normalen Ebenen aus Revit eingeblendet und sehen dort entsprechend die Höhenangaben und auch den Namen. Hier zum Beispiel 7 oder hier Ebene 6 entsprechend mit der Höhe 20 Meter. Diese Informationen können und wollen wir an Sophistic übergeben. Dazu brauchen wir die Projekteinstellungen, die wir hier aufrufen können. Und im Projektparameter müssen wir hier den Sophistic-Ebenenbezeichner, Sophistic-Level aktivieren. Ich tue das. Und wenn wir jetzt nochmal eine Ebene anklicken, sehen wir, dass dieser Parameter jetzt hier auftaucht, aber leider noch leer ist. Wir müssen diese Informationen nun füllen und es bietet sich an, die Sophistic Level natürlich genauso zu nennen wie die Ebenen im Revit. Und dazu mache ich hier Ctrl-C, Ctrl-V, indem ich einfach mir die Bezeichnungen herüber kopiere. Das dauert einen kleinen Augenblick. Und da sind wir. Und wenn wir das getan haben, können wir jetzt noch mal reinschauen und eine Ebene auswählen. Dann sehen wir jetzt eben, dass hier der Parameter Sophistic Level entsprechend ausgefüllt ist, so wie wir es benötigen. Blenden wir jetzt das analytische Modell, das Berechnungsmodell ein. Hier haben wir es. Dann sehen wir auch, dass entsprechend in diesem Modell Lasten aufgebracht worden sind. Und zwar haben wir hier ständige Lasten, Verkehrslasten und auch Windlasten aufgebracht. Kann man hier ganz gut erkennen, und zwar in X- und Y-Richtung. Ja, mit den Informationen können wir das Ganze jetzt rechnen lassen. Und hier ist es wichtig, dass wir unter dem Reiter Geometrie den Export der Stockwerksebenen auch aktivieren. Jetzt lasse ich das Ganze einmal rechnen. Das dauert einen kurzen Augenblick und dann werden wir in den Ergebnisbericht hineinschauen. So, jetzt sind wir gleich da. Schließen und wir schauen in den Ergebnisbericht hinein und finden dort als erstes das, was Zweck der ganzen Aufgabe war. Wir sehen die Stockwerkskräfte, nämlich jetzt hier für jede Ebene und jeden Lastfall, also 10 ist ständige Last, 20 ist Verkehrslast, 30, 31 sind die Windlasten in X- und Y-Richtung aufgeführt. Und so haben wir also die Stockwerksinformationen von Revit zu Sophistic herüberbekommen.
Wunderbar. Im nächsten Video schauen wir uns dann an, wie wir dem System sagen können, welche Wände an der Aussteifung beteiligt sein sollen und dann auch, was denn eventuelle aussteifende Kerne sind.